Einen wunderschönen herzlich willkommen zurück zu Vollgas, Full Throttle. In der letzten Folge haben wir uns die Rampe besorgt von den Cavefish, von diesen sehr schnell fahrenden, aus der Höhle stammenden sonst was Viechern. Und was wir noch nicht geschafft haben, um unser Bike zu pimpen, ist natürlich diesen, ja, wie soll ich sagen, diesen Raketenantrieb. Ja? Und den müssen wir uns noch holen. Das werden wir wahrscheinlich mit der Kettensäge machen. Wir können ja bestimmte Leute nur mit bestimmten Waffen schlagen. Und mal gucken. Erstmal müssen wir uns das, was wieder weg ist. Was war das? Eine Kette. Okay, die Kette hatten wir vorher noch gar nicht, oder? Aber mit der Kette können wir vielleicht den Typen hier... Ist er das? Es ist er! Ja! Da drin sollten noch ein paar Boots übrig sein. Ja, wir haben es geschafft, Leute! Wir haben es geschafft! Mit der Kette! Aber den hatten wir in der letzten Session nicht, oder? Die Kette. So, jetzt müssten wir hier noch irgendwie raus, aber scheinbar müssen wir erstmal noch mal kämpfen. Da. So, ich möchte aber jetzt raus hier. Aus dem Hexenkessel. Denn wir haben alles. Ja! Highway 9. Denn wir haben alles, was wir brauchen. Mine Road, nein. Das war das Auto. Wir fahren in die falsche Richtung, sehe ich gerade. Shit. Okay, dann müssen wir hier hinten am Ende umdrehen. Oder? Genau. So, Ben. Und los geht's. So, ab durch bis zur Rampe. Jawohl. Weiter. Am Auto vorbei. Wir sind da. Ich glaube... Nee. Fahren. Das müsste jetzt klappen. In Ordnung. Ich habe genug an meinem Bike rumgebastelt. Genau. Hol schön Schwung. Ha! Da, wo wir eben waren. Turbo! Yeah! Yo! Oh. Yeah! Der Hoover-Antrieb. Jawoll! Yeah! Klasse! Ba-ba-ba-bam-ba-ba-ba-bam. Was ist das da? Ah.
Das sieht mir nach Corley Motors aus, oder? Die Corley Motors Fabrik. Geheiligter Boden. Ja. Was haben wir hier? Hier war doch irgendein... Einmal hier. Eine Luke. Geschlossen. Und die ist offen. Die ist versiegelt. Okay, also nicht offen. Was sind das für Dinger hier? Messgeräte? Wow. Dieser Laden hier übertrifft echt alles. Keine Ahnung, was das hier ist. Eine Wand. An dem Fundament muss echt was getan werden. So, das war das. Was ist das hier unten? Ich glaube, zurückkommen wir sowieso nicht mehr, oder? Souvenirs? Oh. Wir haben eure Kappen. Spielzeugauto. Wir haben eure Wimpel. Sicher, sicher. Dreh einfach mal eine Runde. Nur bleib in Reichweite damit. Wir haben alles direkt hier. Cool. Offizieller Corley Motors Verkauf. So langsam geht dem Teil der Strom aus. Na toll. Jetzt hast du die Batterien gekillt. Haben Sie Ihr eigenes Derby mit einem ferngelenkten Wagen. Na super. Das Teil hat keinen Saft mehr. Bei unserem Kaninchen sind die Batterien inklusive. Niedliche, niedliche kleine Kaninchen. Okay. Was kann ich für dich tun? Was ist denn heute hier los? Heute Abend gibt's ein Demolition Derby. Erster Preis ist eine alte Corley Hardtail. Vollständig restauriert von dem alten Mann selbst. Jawohl. Okay. Was macht denn dieses große Stadion so weit hier draußen? Corley hat das Meshatorium gebaut, damit seine Angestellten ein bisschen Unterhaltung in der Nähe haben. Er hat sich immer sehr um seine Angestellten gekümmert. Ich habe keine Ahnung, was jetzt mit uns passieren soll, wo er tot ist. Ich suche nach einem schönen Souvenir. Nun ja, ich habe nur schöne Souvenirs. Womit kann ich dich glücklich machen? Die Stimme von dem Synchronsprecher kommt mir bekannt vor aus Sam & Max. Ich weiß aber noch nicht, welche Stimme selber das ist. Irgendwas Kleines, Salziges, Gelbes. Tut mir leid, das sind die einzigen Zähne, die ich habe. Hey! Verdammt, schon wieder ein. Gibt's diese T-Shirts auch XXL? Nein. Aber sie sind vorgewaschen. Okay. Nein, danke. Was steht da auf den Wimpeln? Nichts kann Corley schlagen, steht drauf. Eigentlich ziemlich ironisch, wenn man bedenkt, wie er gestorben ist. Machen sich aber trotzdem gut an einer Schlafzimmerwand. Keine Wände. Mein Bike ist mein Zuhause. Genau. Wir könnten dich noch mit einem kleinen Stock ausrüsten. Dann kannst du dir eine Fahne für den Rücksitz basteln. Ich, denk mal drüber nach. Lass mich nochmal drüber nachdenken. Der Zögerliche kommt mit leeren Händen heim. Wir brauchen und seine Kinder hassen ihn. Danke für die Warnung. Wir brauchen den Hasen. Dann lasse ich sie besser wieder. Da ist die Batterie drin. Okidoki. Hat er gesagt, ne? Die Batterien inklusive. Komm. Wir haben eure T-Shirts hier. Was? Alle Größen und Farben. Okay. Diese Waffen hatten ein ganz schönes Gewicht. Füllt Tja. Dann war... Du, großer Mann, komm und wirf den Derbywagen mal an. Ein Kaninchen wird hier nicht viel helfen. Doch nicht. Souvenirs als Erinnerung an euer großes Vegetarium-Abenteuer. Kauft euren Kindern ein Kann Kaninchen. Ich nicht aufmachen? Dann halten sie auf der Fahrt Oder, nach Hause mal. Die Klappe. So, ja? Ein Kaninchen wird hier nicht... Huch. Seid keine billigen Versager, kauft irgend... Ein Kaninchen wird hier nicht viel helfen. Ich dachte... Was haben wir hier? Erster Platz, erster Preis. Ach, falsch.
Das ist die alte Hardtail, die Mo mit Malcolm repariert hat. Und wir kommen zurück. Ein kleines Malheur. Rausgekickt aus dem Fenster, rausgekickt aus dem Spiel, rausgekickt aus der Aufnahme. Deswegen, jetzt an der Stelle geht's hier weiter. Ich musste noch das Ganze bis hierher spielen. Ich musste noch mal durch die Main Road und das alles noch machen. Ja, egal. Da gehe ich nicht rein. Die denken alle, ich hätte ihren geliebten Chef getötet. Stimmt, da war ja was. Fahren Sie Ihr eigenes Derby mit einem ferngelenkten Wagen. Stimmt. Müssen wir vielleicht erstmal ein Stückchen mit Motorrad weiterfahren, oder? Was haben wir hier? Eine Klappe. Wie die Zellentüren in der Einzelhaft. Ich bin hier wegen der Aktionärsversammlung. Mr. Ripperger hat die Versammlung verschoben, bis die Mörder von Mr. Corley gefasst sind. Okay. Alle Aktionäre sind benachrichtigt worden. Ja, nun, ich habe meinen Anrufbeantworter lange nicht mehr abgehört, Mann. Tja. Okay. Was ist das da? Was ist das hier eigentlich? Ich habe keine Ahnung, was das hier sein sollte. Oh, was ist das? Ich laufe nicht. Dann nehmen wir mal das Bike. Was ist das da hinten? Ach, hier hinten. Aha. Oh. Ja. Auf der anderen Seite von dem Feld ist das Versteck der Vultures. Ich habe viel von den Vultures gehört. Okay. Und es sieht so aus, als wäre alles wahr. Diese Waffen hatten ein ganz schönes Gewicht. Moment. Hatten wir die Kette vorhin auch? Diese Kette käme mit meinen PS nie zurecht. Die hatten wir doch nicht, oder? Na egal. Da habe ich mir schon was gedacht. Oh, was ist das? Ach, jetzt kriegen wir die Batterie. Na herrlich. Hätten wir nicht vorher. Aber ich. Kriegen wir vielleicht noch mehr Hasen? Dann könnten wir hier, ne? Uns so einen kleinen Pfad sprengen. Aber jetzt können wir vielleicht das Auto wieder in Betrieb nehmen, weil die Batterie war ja vom Auto alle. Ja, so, komm. Corley Motors. So, ja, ja, komm. Bei unserem Kaninchen sind die Batterien inklusive. Genau, die habe ich auch gefunden. Kleine Kaninchen. Das offiziell lizenzierte Kaninchen des Corley Motors Smashatoriums. So. Sicher, sicher. Dreh einfach mal eine Runde. Nur fahren wir mal ein bisschen lang hier. Okay, das ist weit genug, Mann. Bring ihn wieder zurück. Aber nicht da durch. Die Demo ist
vorbei. Oder fahren wir da rein? Hörst du mich nicht? Wird das hier? Ja! Yeah! Hey, nicht da rein! Jetzt sieh mal, was du angerichtet hast. Was denn? Der Eingang ist auf der anderen Seite der Fabrik. Warte, mein Kleiner. Daddy kommt sofort. Jetzt gibt es nur noch mich und die Kaninchen. Ah nein, standen die vorher auch schon da? Ne, da stand er davor, das oder? Das ist eine ganze Kiste voll mit diesen pelzigen Viechern. Habt ihr auch eine Ahnung, was wir damit gleich machen werden? Bestimmt, oder? Passt auf. Los, Tomorat. Rauf da. Und da hinten hin. Rum, rum, rum. Jetzt kippen wir die ganze Kiste hier einfach mal auf den Grund und Boden und lassen die rennen. Das Minenfeld ist neu bepflanzt worden. Ach nee. Nette kleine... Ja, ja. Na komm. Und? Und? Reicht das? Ich glaube, das war verkehrt, oder? Nein. War das verkehrt? Ich glaube nicht. Ich glaube, es war verkehrt. Ich frage mich, wie sie es so glatt bekommen. Können wir hier langlaufen jetzt? Wir hätten sie, glaube ich, nicht alle... Ich glaube nicht. Ich glaube, wir hätten sie nicht an einem Stück laufen lassen dürfen. Verdammt, schon wieder. Ich habe nichts gemacht. Ich bin gar nicht in der Nähe. Schade. Ich glaube, ich weiß meinen Fehler. Ich glaube, wir müssen gucken, dass wir sie alle eingesammelt bekommen. Und dann immer nur einen laufen lassen, wisst ihr? Ah, deswegen ist hier auch noch... Okay. Gab schon wieder Nachschub. Wo die herkommen, gibt's noch mehr. So. So, los, schnell da. So, und ob das so funktioniert, wie ich es mir denke, das erfahren wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ja oder wenn nein, wie auch immer, lasst ein Feedback da. Mich würde auch interessieren, ob ihr mir ein Däumchen nach oben geben könntet und vielleicht sogar, wenn nicht schon geschehen, ein Abo dalassen. In diesem Sinne, euer Firefox.